Hey liebe Leute, hallo und herzlich willkommen und wir haben eine neue Woche. Ich habe richtig gute Laune, denn ich habe gerade etwas gesehen, das musste ich einfach mal mitteilen an meine Leute und natürlich an die YouTube-Welt. Viele wissen es schon, ich möchte es trotzdem mal für mich persönlich in diesem kleinen Video bekannt geben. Nein, ich werde jetzt nicht sagen, ich habe meine große Liebe gefunden oder keine Ahnung. Nein. Ich habe was viel Geileres gefunden und zwar durch Zufall eben ein Video. Und in diesem Video ging es um etwas, worauf ich mich schon sehr freue, weil ich mit einem bestimmten Spiel sehr viel Zeit verbinde zum Thema Streamen. Dead by Daylight. Jetzt sagt ihr euch, ja, Dead by Daylight, das ist ja schon alt. Der 26.05. Der kommt ja bald. Und ich habe gesehen, da ist der Release von Friday the 13th. Freitag der 13. der Release. Ich dachte eben, als ich das Video gesehen habe, das muss doch ein Fake sein. Aber ich habe gegoogelt und ich habe wirklich gesehen, dass dieses Spiel dort kommen soll. Auf vielen diversen Seiten wurde das angekündigt und ich dachte mir, da reden wir mal ein bisschen drüber. Es ist sehr brutal. Also das, was ich gesehen habe, ich habe mich vorher noch bisher noch nicht gespoilert oder so. Aber da müsst ihr überlegen, Leute. Ihr spielt jetzt mal Jason oder Überlebender. Was ihr da für Möglichkeiten habt in diesen 2 Minuten, die ich gesehen habe, ist einfach nur phänomenal. Du kannst Items benutzen, du kannst Fallen aufstellen, du kannst Leute aus Autos ziehen, du kannst Türen einschlagen, du kannst brutal killen. Also das ist auf jeden Fall schon fucking awesome. Und ich meine, jeder hat es natürlich belesen. Ich erzähle jetzt nichts Neues oder so, aber ich habe mich kaum belesen. Und zusätzlich habe ich keine Videos geschaut, außer dieses eben. Und das war mehr Zufall, weil dieses Video, was ich mir angeschaut habe, eigentlich ganz anders anfing, wo ich mir sage, okay, was ist das denn? Da guckst du, lehnt sich zurück und ich musste mich halt vorbeugen, Arme verschränken. Wow. 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 Yeah. Nice. Ja, das wollte ich einfach mal so ein bisschen loswerden. Also damit fängt für mich schon die Woche richtig geil an. Das ist ein geiler Start in die Woche. Und wir haben vor ein paar Tagen erst noch im Stream darüber gesprochen. Ja, wann kommt's denn raus? Und wir warten darauf, wir wollen spielen. Wer holt sich das? Wer holt sich's nicht? Wer hat Interesse? Und so weiter und so fort. Und da haben wir auch gerade am Sonntag noch darüber gesprochen, dass ich den Entwickler angeschrieben hatte und alle E-Mail-Adressen falsch waren. Alle E-Mail-Adressen, die ich benutzt habe, wurden als Fehler gekennzeichnet. Naja, und die E-Mails kamen zurück, weil ich wollte schauen, ob ich vielleicht für euch 1-2 Keys kriege, die ich dann raushauen könnte im Stream als Giveaway oder sonst irgendwas. Ja, dann habe ich aber wirklich noch eine E-Mail-Adresse gefunden, die dann auch wirklich funktioniert hat. Ich habe auf Deutsch und auf Englisch einen Text geschrieben und als Antwort kam einfach nur ein No. Kurz, knapp, ich habe keine Zeit, No. Ich probiere es weiter, mal schauen, was dann auch so geht. Und ihr könnt mir dabei helfen, indem ihr meine Videos ein bisschen schaut, dabei seid, die Zahlen vielleicht konstant so halten, wie wir sie haben. Vielleicht noch 2-3 Klicks mehr pro Video bei den neuen, die jetzt kommen. Vielleicht kriegen wir das bis zum 26.05. diesen Jahres noch hin, dass ich für euch vielleicht ein paar Keys kriege. Oder so. Keine Ahnung, wäre doch cool, oder? Naja, gut. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen guten Start in die Woche. Jetzt soll es wirklich reichen. Ich habe genug geschnackt und lasst euch nicht von Jason erwischen. Ich freue mich heute um 19.30 Uhr auf euch zu einem neuen Stream. Jeden Tag, ihr wisst, es gibt einen Stream bei mir auf meinem Kanal. Einfach reinschauen, mitmachen, denn ich sage mir, auch kleine YouTuber können cool sein. Überzeugt euch selbst. In diesem Sinne, haut rein, Leute!